Und da sind wir wieder mit der nächsten Folge von Follow Me to Agritechnica. Gesa ist in ganz Europa unterwegs zu den Helden der Landtechnik. Heute ist sie nach Schweden gereist. Und wo kommen die Landmaschinen von Federstad her? Richtig, aus Federstad. Und dort hat Gesa eine Verabredung. Ja, heute bin ich in Schweden, in und bei Federstad. Eigentlich sollte ich abgeholt werden, aber bis jetzt habe ich noch keinen gesehen hier. Dann aber kommt Maria. Hey Gesa. Hallo Maria, grüß dich. Moin, ich hab dir was mitgebracht. Ach, das ist dein Dienstwagen? Ja, wenn ich hier bin meistens. Und den darf ich heute fahren? Ja, wenn du gut drauf aufpasst. Das mache ich auf jeden Fall. Super! Und wo treffen wir uns später? Ich denke, wir fahren nachher noch mal zusammen zum Steinbruch. Auf jeden Fall, freue mich. Ich wünsche dir viel Spaß, Gesa. Danke. Das nennt man mal echte Gastfreundschaft. Kaum angekommen, schon hat Gesa ihr eigenes Auto. Das braucht sie auch für ihren nächsten Termin. Denn sie fährt dorthin, wo bei der Firma Federstad in den frühen 1960er Jahren alles angefangen hat. Und trifft Christa Stark, einer der Söhne des Firmengründers. Hallo Christa. Ah, hallo, gut dich zu sehen. Gut dich zu sehen. Wie geht's? Gut, und selbst? Selbst, sehr gut. Und Sonne scheint, alles ist wunderbar. Komm, dann gehen wir. Ja. Und hier hat alles angefangen. Christa, sag uns doch mal, was ist das denn genau? Dieser ist ja ein Schlepphege, wie mein Vater dem gemacht hat. Mein Vater hat diese Schlepphege hergestellt für seinen eigenen Hof und hat auch gedacht, natürlich, vielleicht kann man das etwas verkaufen. Und hier hat die mir und wenigstens provisorisch kleines Werkstatt, etwa 20 Quadratmeter. Ja, das war kleiner vorher, ne? Das war ein kleiner Raum. Das war nur hier, dieses kleine Stück hier. Auch Mutter, Hälfte dabei. Und wenn die Firma ein bisschen in Gang kam, hat sie alles, die Buchführung und all solche Dinge. Mein Vater war nicht gut auf solche Dinge, aber sie war. Ja, aber nicht nur deine Mama hat mit angepackt, sondern du selber auch, das bist du, ne? Ja. Das war ja unsere größte Schlepper, die hatte 40 PS Diesel am Bolinder Montell. Habt ihr den noch? Oh ja, die steht draußen. Oh, den gucken wir uns auch noch mal an, oder? Ja, können wir. Und das ist der Trecker vom Foto, was wir eben gesehen haben, ne? Ja, am Bolinder Montell von den 50er Jahren. Boah, der sieht aus. Da war sehr populär, fast jeden Bau hat ein solches. Der sieht noch super aus, der geht bestimmt auch noch, oder? Ja, super. Damit fährst du hier immer rum? Ein bisschen. Aber wir haben eine wichtige Lieferung. Ja. Ich soll mit dem Schlepphege fahren, kommst du mit? Ja klar, nehmen wir den oder? Nein, den müssen wir die Pkw nutzen. Okay. Mit dem Oldtimer fahren Gesa und Christa zur nächsten Station. Gesa hat sich mit Lars verabredet. Es geht um eine Einzelkorn-Sämaschine der neuesten Generation. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so eine überdimensionale Popcornmaschine, ist es aber natürlich nicht. Da ist das Saatgut drin, stimmt's? Ja. Messerscharf erkannt, liebe Gesa. Wir können ja das Luftsystem anmachen, da sehen wir genau, wie es funktioniert. Genau, dann sehen wir, wie das in Action funktioniert. Das Federstad-System für die Einzelkorn-Sämaschine Tempo L. Digital gesteuert und mit höchster Präzision. Gesa ist hin und weg. Wie genau die Tempo L arbeitet, das schauen wir uns gleich auf dem Feld an. Vorher nimmt Gesa noch das unterschiedliche Saatgut genauer unter die Lupe. Du Lars, ich will nichts umwerfen, aber die hast du was zu knabbern mitgebracht, oder? Nein, das ist Beispiele, die wir kriegen von Kunden. Erklär doch mal so ein bisschen, was das hier alles ist. Ja, in Hand hast du Möhren. Möhren. Tomaten. Spinat. Sind natürlich auch verschieden groß und da brauchst du natürlich auch verschiedene Sehscheiben, genau. Aber die sehen doch im Original nicht so aus, oder? Nein, die Farbe kommt ja vom Weißmittel. Dann weiß man, das soll man nicht essen. Das soll man nicht essen. Sieht aber so lecker aus. Ja. Und dann ist es soweit. Hier ist sie. Die Weltrekordmaschine Tempo L von Federstad. Über 500 Hektar Aussaat Mais und das innerhalb von nur 24 Stunden. Dazu eine sehr hohe Ablagegenauigkeit und Geschwindigkeiten von über 20 km/h. Weltrekord made in Schweden. Wahnsinn, sollen wir uns das mal aus der Nähe angucken? Ja, natürlich. Hier haben wir also den Düngertank. Ja, der Düngertank hält ungefähr 5 Kubikmeter oder 5 Tonnen. Kapazität
bis um 350 Kilo pro Hektar bei 15 Stundenkilometer. Boah, das ist eine Menge, oder? Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal eindrucksvoll aus. Kannst du es auch aufmachen? Ja, natürlich. So sieht das aus. Da kann man die Körner auch direkt sehen schon hier, ne? Ja. Jedes einzelne Korn ist hier zu sehen. Und später mit Luft wird das sortiert und kommt viel raus. Wir legen ja 20 Körner pro Sekunde mal 16, 320 Körner pro Sekunde. Hier im Rechnen bin ich nicht gut, aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel. Jetzt haben wir so viel gesprochen. Also das heißt ausprobieren. Ja. Ja, dann lass uns los. Ja, sofort. Gesa in Action auf der Weltrekordmaschine. Sie testet die Schlagkraft und die hochpräzise Einzelkornsaat der Tempo L. Gesa zu Besuch bei Federstars. Wir machen munter weiter mit den Helden der Landtechnik aus Schweden. Auch die nächste Folge solltet ihr nicht verpassen. In diesem Moment sehe ich aus. Das mache ich alles nur, weil ich Popcorn liebe. Juhu! Ja, das ist ja Wahnsinn. Wenn man sich jetzt vorstellt, was man alles aussieht, beziehungsweise wie viel man aussieht, der totale Hammer. Und so einfach, also besser geht's nicht. Als nächstes nimmt Gesa zusammen mit Maria die Carrier XL genauer unter die Lupe. Hey Maria! Hey Gesa! Da ist er, ne? Das ist ganz schön laut hier, oder? Ja, das ist ein bisschen laut. Wir testen hier im Steinbruch. Da kriegen wir nämlich innerhalb kürzester Zeit ganz viele Vibrationen in die Maschine. Und dann können wir innerhalb von weniger Wochen das testen, was wir normalerweise jahrelang im Feld machen müssten. Sehr laut, aber wir gucken uns das trotzdem aus der Nähe an, oder? Ja, gerne, komm. Die Testfahrten im steinigen Gelände haben es in sich. Für die Rahmenteile ein echter Belastungsstresstest. Maria und Gesa haben ihren Spaß, obwohl es wirklich ziemlich laut ist. Die Carrier ist seit 18 Jahren ein echter Federstart-Klassiker. Eine Scheibenegge, die für eine Primärbodenbearbeitung bei hohen Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Durch die breite Palette an Vorwerkzeugen, Scheiben und Walzen ist Carrier vielfältig einsetzbar. Von ultraflacher Bodenbearbeitung bis zur tieferen Einarbeitung. Der Grund für die Testfahrten im Steinbruch: innerhalb einer kurzen Zeitspanne können viele Hektar Bodenbearbeitung simuliert werden und das unabhängig von den Wetterbedingungen. Gesa ist mehr als beeindruckt. Maria, vielen Dank für den tollen Tag hier bei euch in Schweden. Ist ja auch eine Wahnsinnskulisse hier. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, die Carrier, die Tempo, und ich schätze mal, ihr habt noch irgendwas in der Hinterhand. Aber das zeigt ihr sicher erst auf der Agritechnica, oder? Ja, das hast du ganz gut erfasst. Da darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber ich würde es dir dann gerne in Hannover zeigen im November. Und wo findet man euch? In Halle 12 sind wir, auf Stand B24, mitten in der Halle. Da kannst du uns gar nicht verfehlen. Gut, unbedingt hingehen. Ich gehe auch hin und jetzt gehe ich nach Hause. Ich wünsche dir eine gute Reise. Follow me to Agritechnica geht natürlich weiter. Wohin es Gesa beim nächsten Mal verschlägt? Ein kleines bisschen können wir verraten. Es geht ins wunderschöne Oberbayern, ins Altmühltal. Fortsetzung folgt. Auch die nächste Folge solltet ihr nicht verpassen.